Was soll ich sagen? Schon wieder werden Kinder von mir erwachsen. Die Zeit vergeht einfach viel zu schnell. Jared und Rose werden bald ausziehen. Rose wird definitiv auf die Uni gehen. Sie ist der klügste Sim, den ich jemals kennengelernt habe. Aber bei Jared, ich weiß ja nicht. Bei ihm bin ich wirklich gespannt, was die Zukunft bringt. Hallo, ich bin Elienix und das ist der 56. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Wie dir sicher aufgefallen ist, diese Woche gibt es zwei Parts der 100 Baby Challenge. Ich weiß, dass sich das viele von euch ohnehin wünschen, aber es hat tatsächlich auch einen Grund. Es kommt ja bald ein neues Pack heraus und da freue ich mich schon unglaublich darauf, besonders weil auch eine neue Welt dabei ist, die ja so eine Mischung aus Stadt und Land sein soll, also irgendwie eben auch Vorstadt, aber auch Großstadt. Das bedeutet, es gibt vermutlich auch Apartments und ich finde, das würde einfach perfekt zu unserer Livia passen. Das heißt, es wäre toll, wenn wir diese Generation bis zum 16. März abschließen könnten, dass wir dann eben mit der zweiten Generation starten können, direkt wenn das neue Pack herauskommt. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob sich das ausgeht, aber wenn jede Woche zwei Videos kommen, dann wären das ja eh immerhin noch fast 10 Parts. Also um genau zu sein, wären es 9 Parts, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und vielleicht geht sich die Geschichte ja bis dorthin aus. Ich probiere es zumindest mal, schreibt mir eure Meinung dazu aber natürlich sehr, sehr gern in die Kommentare. Übrigens bin ich gerade am Vorproduzieren, deshalb weiß ich noch nicht, was ihr von unserem Ivo haltet und davon, dass Gabriel wieder Single ist. Also könnt ihr mir eure Meinung auch noch gerne unter diesem Video dalassen. Übrigens, ich habe neue Dinos im Hintergrund. Also man sieht es jetzt nicht so gut, aber... Ich habe neue Dinos. Im heutigen Part haben viele unserer Sims Geburtstag. Tagsüber werden wir den Geburtstag mit Oren und Flora feiern. Dann am Abend werden wir mit Jared und Rose zum Abschlussball gehen und die beiden feiern dann dort Geburtstag. Das habt ihr euch ja so gewünscht, also dass wir auch mit ihnen einen Abschlussball erleben und ich freue mich schon sehr drauf. Deshalb starten wir am besten gleich mal in den Part hinein. Und mit diesem untypischen Bild starten wir in den Part hinein. Ich wollte gerade sagen, Rose ist toll und hilft uns im Haushalt. Aber sie hat gerade den Herd kaputt gemacht. Sehr, sehr toll. Jetzt brauchst du nicht noch was herstellen. Du kannst ja nicht kochen, wenn du es kaputt gemacht hast. Nevermind, sie wird dann das mal aufräumen. Und dann kann sie ja probieren, den Ofen zu reparieren. Denn wie ihr seht, wir haben nunmehr echt wenig Geld. Also wir haben 225 Simoleons, deshalb musste sie jetzt auch hier mithelfen. Denn Emma hat anderes zu tun. Das hast du nicht zu tun, Emma. Eigentlich sollte Emma hier am Gemälde malen. Oh, es ist schon fertig. Wow, wie schnell war sie denn da? Wir haben gerade erst angefangen. Also wie ihr seht, hier haben wir unseren Jared. Ich weiß, er hat am Gemälde nichts an, aber wir kennen ja Jared. Ich glaube, er wollte einfach seinen unglaublich tollen Körper präsentieren und war dann so, Mom, wenn du mich schon zeichnen musst, dann möchte ich dabei oben ohne sein, damit jeder mein Sixpack sieht. Leider hat es das Sixpack jetzt nicht auf das Bild geschafft und um ehrlich zu sein, er hat auch kein Sixpack, aber wenn er es glaubt, dann soll er es glauben. Wer bin ich schon, dass ich seine Träume zerstöre? Und wie ihr seht, sie hat auch das Bild von Rose schon fertiggestellt. Es ist tatsächlich ein Meisterwerk. Ich finde, es sieht großartig aus. Gut, dann benennen wir dieses jetzt Jared Clay Potter. Und er ist das vierte Kind, glaube ich. Ja, zuerst waren die Drillinge. Dann er ist Kind Nummer 4, Rose ist Kind Nummer 5 und Livia Kind Nummer 6. Oh, es sieht so toll aus. Ich liebe das. Also die Idee mit den Gemälden war wirklich, wirklich cool. Es sieht einfach so viel besser aus und die Gemälde nehmen wir natürlich dann immer mit. Und irgendwann am Schluss haben wir eben 100 Gemälde von unseren 100 Kindern. Das wird einfach so toll. Ich liebe alles daran. Aber gut, Emma, wenn du damit fertig bist, kannst du eigentlich gleich mal einfach irgendein großes Gemälde malen, denn wir brauchen dringend Geld. Was ist mit unseren Hühnern? Oh oh. Ja. Um die habe ich mich ehrlich gesagt jetzt schon länger nicht mehr gekümmert. Rose, wenn du damit fertig bist, musst du leider hier mal die Eier einsammeln und den Stall säubern und Futter in der Nähe verstreuen. Oh mein Gott, unsere armen Tiere. Ja,
Und unserer Socke geht es natürlich nicht viel besser. Die werden wir mal putzen, melken und füttern. Und ja, das war's dann auch schon. Dann haben wir den Hof wieder unter Kontrolle sozusagen. Wer könnte sich denn um den Garten kümmern? Jared war ja noch lange bei seinem Date. Den lassen wir mal schlafen. Livia, wie wär's denn mit dir? Steh einfach mal auf. Dann nimmst du die Reste. Vermutlich wird das ein Kuchenfrühstück, aber da ist ja nichts dabei. Und dann könntest du dich hier um den Garten kümmern. Schaffen wir das? Ja, sehr gut. Wir können alles ernten, auch hier alles ernten. Wir hatten Kartoffeln. Wie cool ist denn das? Und dann auch hier alles ernten. Und die müsste man einsprühen, gegen Käfer einsprühen. Okay, perfekt. Sieht doch gut aus. Hier können wir auch noch was ernten. Oh, what? Emma hat Level 10 der Malereifähigkeit erreicht. Wir haben einfach schon wieder einen Teil unserer Challenge abgeschlossen. Oh mein Gott, Emma, du bist einfach so cool. Also, sie hat jetzt tatsächlich Malerei, Kochen und Erziehung maximiert. Das heißt, für das Ende der Challenge brauchen wir nur noch die Gartenfähigkeit. Die haben wir auf Level 5, easy. Und dann noch Feinschmecker kochen. Das könnte eine größere Herausforderung werden. Und ich glaube auch backen. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, was wir gesagt haben. Gut, Emma, dann kannst du das mal an Kunstgalerie verkaufen. Es ist einfach schon wieder ein Meisterwerk. Ja, wir verkaufen auch Meisterwerke, denn wir brauchen Geld. Und dann kann sie ja noch ein selbstsicheres Gemälde machen. Gut, wie gesagt, Jared ist noch am Schlafen. Rose ist unfassbar traurig wegen dem Sinn des Lebens. Ach ja, und weil alle den Liebestag nicht erfolgreich abgeschlossen haben. Nicht mal Jared, obwohl der ja eh auf einem Date war. Mit wem war der schnell auf einem Date? Genau, mit Alessia. Das ist unsere Alessia. Ihr Alltagsoutfit ist ein bisschen wild, aber das kennt Jared ja eigentlich noch gar nicht. Letztes Mal hatte sie ja ein Kleid an. Nachdem Emma dieses Gemälde abgeschlossen hat, werden wir gleich mal einen Kuchen backen. Wir backen einen Honigkuchen. Und dann könnten wir eigentlich gleich für heute die Feier planen. Wie gesagt, die Geburtstagsfeier der Kleinkinder feiern wir zu Hause. Hier. Nein, das ist Gruselparty. Hier, Geburtstagsparty. Unsere Geburtstagssims sind Flora und Oren. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wer der Vater von ihnen ist. Ach genau, das war Lukas Munch, aber der möchte mit ihnen ja nichts zu tun haben. Ist nicht so schlimm. Wir laden einfach ein. Bridget, Ivo. Wo hat Ivo denn Ohrringe? Ich habe keine Ahnung. Violet, Leo, Sydney, Daisy. Und wir müssen endlich das Kind von ihnen kennenlernen. Das kennen wir einfach noch immer nicht. Also den kleinen Oren. Und mir fällt immer wieder auf, wie ähnlich Jared und Raoul sich einfach aussehen. Das könnte die gleiche Person sein. Voll cool. Übrigens habe ich geplant, dass wir den nächsten Part mit Jared verbringen. Also ich hätte gedacht, Jared zieht nach San Myshuno. Irgendwie passt das zu ihm. Und dann kann er ja dort versuchen, irgendwie Anschluss zu finden und vielleicht irgendeine Karriere zu starten. Ich glaube, ich werde ihn zu Beginn mal in die Sportkarriere stecken. Und unsere Rose, die wird ja studieren. Mit der werden wir uns dann gleich bei der Uni bewerben. Beziehungsweise wir warten, glaube ich, noch auf die Antwort vom Stipendium. Denn bei ihr ist es ja unser Ziel, dass wir für einen Spezialabschluss zugelassen werden. Und dann wird sie nach Brightchester ziehen. Das war jetzt mal meine Idee. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Vielleicht hat ja wer von euch eine bessere Idee. Dann werde ich das natürlich berücksichtigen. Die Party findet wie immer hier statt und wir starten einfach um 12. Ich glaube, das ist eine gute Uhrzeit, um eine Party zu starten. Immerhin müssen sich dann Rose und Clay ja auch noch auf den Abschlussball vorbereiten. Da brauchen wir ja auch jede Menge Zeit. Und Emma hat einfach schon wieder ein Meisterwerk fertiggestellt. Verkauf das doch mal an eine Kunstgalerie und dann kannst du den Kuchen vorbereiten. Irgendwie finde ich, wir sollten jetzt von Ivo ein neues Gemälde anfertigen. Ich meine, wir können das andere ja trotzdem aufbehalten, aber irgendwie würde ich es besser finden, wenn wir da ein neues hätten. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt mir da eure Meinung auch sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und eigentlich müssten wir dann auch bald mal wieder zum Markt. Wir haben nämlich jede Menge Sachen im Inventar und fast kein Geld. Also wäre es ziemlich schlau, wenn wir die bald verkaufen würden. Den Rest hat jetzt zwar Livia im Inventar, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wieso kommst du da denn überall nicht ran? Hä? Seltsam, verstehe ich nicht ganz. Weil dann sollen Emma und Livia einfach gemeinsam zum Markt gehen. Das war jetzt meine Idee, das wollte ich eigentlich sagen. Aber gut, dann können jetzt alle mal weiter arbeiten und in 2 Stunden startet dann die Geburtstagsfeier. Rose sagt zu ihrer Mutter, Schule ist doof.
Schule ist doof. Ich könnte arbeiten gehen und mein Leben leben. Ich brauche doch nicht mehr zur Schule, oder? Also ich deute das jetzt einfach mal so, dass Rose merkt, dass sie sowieso den meisten ihrer MitschülerInnen überlegen ist und einfach nur sagt, Mom, ich würde so gern früher die Schule abschließen. Warum geht das eigentlich nicht? Und das ist, finde ich, eine berechtigte Frage, denn ich kenne aus anderen Let's Plays, dass die Teenager, die gut in der Schule sind, normalerweise angerufen werden, ob sie die Schule nicht früher abschließen möchten. Und irgendwie wurde Rose das noch nicht gefragt, was ich nicht ganz verstehe. Jetzt können wir auf jeden Fall sagen, in der Schule lernst du wichtige Dinge, du brauchst einen Abschluss, um erfolgreich zu sein, oder werde erst erwachsen, wenn es nötig ist. Aha, okay. Wir sagen einfach, in der Schule lernst du wichtige Dinge. Gut, finde ich schön. Und der Kuchen ist fertig. Rose fügt da mal ganz schnell Geburtstagskerzen hinzu, bevor da noch irgendwer was nimmt. Und irgendwas hasst sie. Ach, ich habe keine Ahnung. Ist das nicht schräg? Als ich den Part gestartet habe, hatten wir 200 Simoleons und jetzt haben wir fast 3500. Und alles nur, weil Emma die beste Künstlerin der Welt ist. Livia geht es auch schon wieder schlecht. Oh, die ist voll müde. Upsi. Weißt du was, Livia? Du darfst schlafen gehen. Übrigens, ich weiß, Livia lebt noch immer in ihrem Kinderzimmer. Das ist ein bisschen belastend, aber ich habe geplant, dass wir das alles ein wenig umbauen werden. Also im nächsten Part, wie gesagt, zieht Jared ja aus. Dann könnten wir das Zimmer eigentlich für Livia umbauen, weil ich finde, das passt ganz gut. Da oben teilen sich dann entweder Oren und Flora das Zimmer weiterhin, wobei eigentlich könnte auch einer der beiden hier einziehen. Ich glaube, das passt ganz gut. Und dann werden wir eben in diesem Part jetzt noch schauen, dass wir ein wenig Geld verdienen. Und im übernächsten Part werde ich das Haus dann umgestalten. Wer ist Elena Riff? Jared, ich glaube, es ist schon wieder jemand für dich da. Warum verfolgen eigentlich immer alle Frauen Jared nach Hause? Ich weiß auch nicht warum, aber sei doch einfach mal nett zu ihr. Ich meine, es ist ein bisschen gruselig, aber ja, keine Ahnung. Die haben sich anscheinend alle nicht im Griff. Oh, ich habe vergessen, die Geburtstagsparty als Prestige-Event zu machen. Deshalb haben wir da jetzt gar keine Dinge zum Abschließen. Wer bist du? Was macht denn jetzt Alessia hier? Oh. Hey, das könnte lustig werden. Alessia Neeson möchte mit Jared Clay Potter auf freundschaftlicher Basis zum Abschlussball gehen. Ist er damit einverstanden? Genau, natürlich möchte sie auf freundschaftlicher Basis mit ihm zum Abschlussball gehen. Aber okay, dann können die beiden heute da zusammen hin. Oh, vermutlich ist deswegen auch Elena da. Die hat sich gedacht, ich finde Jared voll süß und komme jetzt einfach vorbei. Vielleicht lädt er mich dann ja ein. Aber Alessia war schneller. Tja, das kann passieren. Emma, du kannst eigentlich mal zu Violet Hallo sagen. Wir werden ja einfach mal einen Insider-Witz erzählen. Wo ist denn unser Ivo? Den habe ich auch schon gesehen, der ist jetzt anscheinend weg. Aber da haben wir Daisy. Dann wird sie mal mit Daisy über Interessen reden. Jared ist da gerade in ein Gespräch vertieft mit seinen Ladies. Und mit Richard Potter ist seine Tante. Ich glaube, der ich mal kurz was anderes anziehe, weil irgendwie finde ich es belastend, dass sie da ohne Hose steht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, die hat ja nur sehr seltsame Kleidung an. Nimm einfach dein Alltagsoutfit. Ja, perfekt. Finde ich toll. Alessia fühlt sich hier schon wie zu Hause und tanzt. Das ist doch auch großartig. Wo ist denn... Ah, da haben wir... Nein, da ist nicht Ivo, das ist Leo. Und wer hat sich eingepieselt? Das weiß niemand. Ivo, warst du nicht da? Ja, der ist irgendwie verschwunden. Ach, hier. Mit wem redest denn du? Wer ist denn das schon wieder? Ayumi Kelso? Ach, ich kenne mich nicht mehr aus. Gut, egal. Ich hätte gesagt, wir feiern am besten gleich mal den Geburtstag der Kleinen. In diesem Part haben wir ja immerhin noch sehr viel vor. Also, Emma, du wirst jetzt Flora dabei helfen, die Kerzen auszublasen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer älter war von den beiden. Aber jetzt ist es einfach Flora. Oh, ich glaube, es war Oren, weil der ist ja hier unten auch zuerst. Ach, egal. Egal. Ich freue mich übrigens schon so aufs Baby-Update. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das passte nämlich auch perfekt zur zweiten Generation. Es wird so toll. Und jetzt hat unsere Flora Geburtstag. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir uns bei ihr gedacht haben.
Ich musste mir tatsächlich gerade mein eigenes Video kurz anschauen, um zu wissen, was ich bei Flora gesagt habe. Bisher steht ja nur fest, dass ihre Farbe sozusagen bunt ist, eben wegen der farbenfrohen Natur. Ja, ich werde das jetzt einfach mal zufällig auswählen und wir schauen einfach, was dabei rauskommt. Sie ist eine Katzenfreundin. Oh ja, das finde ich toll. Ihr wollt nämlich sowieso, dass die Familie eine Katze bekommt. Wobei ich lieber hätte, dass Livia eine Katze bekommt und die dann eben mit ihr auszieht sozusagen. Aber vielleicht holen wir denen einfach jetzt schon eine Katze. Vielleicht können Livia und Flora ja gemeinsam mal nach Brindleton Bay reisen und eine Streunerin kennenlernen. Das wäre irgendwie sehr, sehr süß. Schreibt mir da eure Meinung sehr gern in die Kommentare. Und als Bestreben, ja, ich weiß nicht, geben wir einfach mal Kreativität. Ich glaube, das passt ganz gut, da sie ja auch bunt ist wegen der farbenfrohen Natur. Und dann wird sie eine kleine Künstlerin. Okay, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, wirst du gleich mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Denn immerhin hat dein Bruder auch Geburtstag. Und das erste vom Bestreben haben wir schon erfüllt, da sie einen Kreativkunsttisch hat. Gut. Emma ist schon auf dem Weg zu Oren. Das ist sehr, sehr gut. Denn nun wird auch er älter werden. Und Flora hat jede Menge Geschenke bekommen. Flora, woher kennst du diese ganzen Menschen? Ich habe absolut keine Ahnung. Und nun hat auch unser Oren Geburtstag. Oren war auch engelsgleich und seine Farbe war ja Gold. Mehr weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Also was wir alles mit ihm geplant haben. Warum bin ich so vergesslich? Also falls jemand von euch noch weiß, was wir mit Oren geplant hatten, schreibt mir das sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich habe es einfach vergessen. Auf jeden Fall ist er ein guter Sim. Das freut mich wirklich sehr und dann machen wir ihn einfach sozial. Ich glaube, das passt ganz gut. Oh wow, er hat eine wilde Frisur. Ich weiß nicht, ob ich möchte, dass er die behält. Aber ja. Jeder, wie er möchte. Und es haben beide sehr, sehr dunkle Haare. Finde ich spannend, da ihr Vater ja blond ist. Genau, ihr Vater ist Lukas. Der ist auch gut herumgekommen. Aha. Der hat viele Kinder und auch schon Enkelkinder. Wow. Ja, der ist ganz schön fleißig. Finde ich toll. Passt zumindest gut zu Emma. Aber gut, bevor wir irgendwas anderes machen, gebe ich den beiden jetzt noch schnell ein Umstyling. Ich werde mich wirklich beeilen, denn wie gesagt, wir haben noch sehr viel vor in diesem Part und ich habe leider nicht alle Zeit der Welt. Deshalb wird das jetzt ein kleines Express-Umstyling. Ich hoffe, sie sehen dann trotzdem gut aus. Oren hat auch jede Menge Geschenke von Leuten bekommen, die ich nicht kenne. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber gut, wir starten jetzt los.
und ich bin fertig. Wie schon angekündigt, ich habe mich wirklich sehr beeilt, aber ich bin trotzdem ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Das ist unsere Flora, hier haben wir ihr Alltagsoutfit, dann ihre Abendkleidung, ihre Sportkleidung, Schlafkleidung, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter Outfit. Ich habe bei ihr versucht, möglichst viele unterschiedliche Farben zu nehmen und eben so bunt wie möglich. Also ich glaube, sie könnte echt eine coole Künstlerin werden. Vielleicht schauen wir bei ihr wirklich, dass wir zum Beispiel ganz viel malen und sagen, bevor sie auszieht, muss sie die Kreativitätsfähigkeit auf Level 10 bringen. Ich meine, das könnte ein bisschen schwierig werden, weil wir ja schon bald mit Livia ausziehen wollen. Aber dann muss sie eben schon als Kind damit beginnen. Übrigens, ihre Schlafkleidung finde ich absolut großartig und ich finde es sehr, sehr schade, dass ich die bei Livia nicht entdeckt habe, weil die würde einfach perfekt zu Livia passen. Gut, dann machen wir weiter mit unserem Oren. Hier haben wir Oren. Ich finde ihn auch so unglaublich süß. Ich weiß nicht warum, es war nicht beabsichtigt, aber er sieht einfach aus wie so ein typischer braver Junge, der sich in der Schule anstrengt, immer zu allen höflich ist und lieb und nett. Keine Ahnung warum, aber er strahlt einfach genau das aus. Das ist seine Alltagskleidung, seine Abendkleidung, Sportkleidung, Nachtwäsche, Ausgehkleidung, Badekleidung, heißes Wetter und kaltes Wetter Outfits. Wie auch schon im Kleinkindalter habe ich es nicht unbedingt geschafft, sehr viele goldene Kleidungsstücke zu finden. Das meiste ist eben gelb oder manchmal auch orange, aber mehr in Richtung Gold konnte ich leider nicht gehen. Aber gut, dann gehen wir jetzt zurück zur Party und werden auch diese so schnell wie möglich beenden, denn ich möchte unbedingt mit Rose und Jared zum Abschlussball gehen. Und hier sind wir wieder. Rose hat sich schon ein Stück vom Kuchen genommen und Emma auch. Wow. Das ist sehr schnell gegangen, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ansonsten scheinen sich alle prächtig zu amüsieren. Außer unsere Livia, die schläft. Rose, stinkst du? Rose, warum stinkst du denn? Ja, dir geht's ja auch nicht sonderlich gut. Vielleicht solltest du dann duschen gehen und ins Bett. Immerhin möchtest du heute zum Abschlussball gehen und da solltest du schon ein wenig ausgeruht sein. Nimm dir ein Beispiel an deinem Bruder. Der hat den ganzen Tag geschlafen und frühstückt jetzt Kuchen. Das ist doch absolut toll. Und er wünscht sich hier etwas mit einem Schwarm plaudern. Seit wann ist er denn? Ach so, ich dachte gerade, das ist Alessia. Dabei ist das ja gar nicht Alessia, sondern... Wie heißt sie? Sarah. Das ist doch das Kind von Lukas Mansch. Sag mal, was ist denn das eigentlich? Warum sind die denn alle miteinander verwandt? Also, Oren ist das Kind von Lukas Mansch und hier haben wir Sarah. Tja, großartig. Wir sind eine große, glückliche Familie. Ja, ja. Aber auf jeden Fall geht er ja heute eh mit Alessia zum Abschlussball. Mit der hat er auch die meiste Liebesleiste momentan, aber verknallt ist er trotzdem nicht in sie. Er ist nur in ganz viele andere verknallt. Wie können wir nochmal herausfinden, in wen? Kann er nicht irgendwo an Schwarm denken oder über Schwarm hinwegkommen? Ging das nicht? Ich dachte, das ging. Seltsam, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht genau, warum das gerade nicht funktioniert. Falls das jemand von euch weiß, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Oh, und irgendwie ist voll viel von meinem Custom Content Buggy. Ich glaube, das Update hat mehr kaputt gemacht, als ich zuerst gedacht habe. Finde ich nicht schön. Aus dem Ei, das im Stall bebrütet wurde, wird bald ein Küken schlüpfen. Lass Flora Ei ausbrüten verwenden, um das Küken schlüpfen zu sehen. Wieso denn? Flora, aber gut. Flora, du darfst das Ei ausbrüten. Das Spiel hat bestimmt, dass du das machen darfst. Eier ausbrüten. Perfekt. Stimmt, ich habe euch vor Ewigkeiten gebeten, dass ihr mir Namen für die Hühner in die Kommentare schreibt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wann das war und habe alles vergessen. Tut mir leid, unsere Hühner sind nach wie vor nur braune Henne und weiße Hahn. Das ist doch einfach nur toll, oder? Und jetzt bekommen wir ein Küken. Oh, wie süß. Kommst du jetzt auch raus, Küken? Ist überhaupt in diesem Let's Play schon mal ein Küken geschlüpft? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Irgendwie war der Hühnerstall immer so halb buggy, oder? Küken, wann kommst du? Wir warten auf dich. Jetzt möchte Jared auch noch neben dem Hühnerstall stehen. Was tut er denn? Jared, mit wem sprichst du?
mit Flora, die aber nicht da ist. Und jetzt hat ihr tatsächlich ihr Vater geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Obwohl sie ihn eigentlich nicht mal wirklich kennt. Vielleicht muss sie den auch noch kennenlernen. Oh, da ist unser Küken. Es ist ein männliches Küken. Ich gebe dem jetzt trotzdem einen Namen. Dotti. Na, Dotti ist aber so blöd, aber mir fällt nichts ein. Ich nenne ihn Franz. Das ist jetzt unser Franz. Franz, das Küken. Finde ich süß. Perfekt. Oh, und die Geburtstagsfeier ist schon vorbei. Happy Birthday. Schade wegen der Party. Aber wenigstens hat jemand ein Buch als Geschenk dagelassen. Das ist nicht nett. Okay, kann man nichts machen. Flora, aber wenn du nichts anderes zu tun hast, wie wär's, wenn du einfach hier gleich mal zeichnest? Das hängen wir einfach mal hier hin und dann kann sie hier mal Formen zeichnen. Denn wir müssen zwei Bilder zeichnen, wenn wir inspiriert sind. Und wie gesagt, ich möchte ja, dass sie Kreativität auf Level 10 schafft. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, aber das ist mein Ziel. Abschlussball beginnt. Es ist Zeit für den Abschlussball. Style dich auf und rocke die Tanzfläche mit anderen Highschool-Schülern. Wirst du teilnehmen? Ja, wir werden teilnehmen. Livia geht dieses Mal nicht mit. Vor allem deshalb, weil sie ja dann noch einen eigenen Abschlussball hat. Und sie bekommt ja auch noch ein ganz eigenes Let's Play. Und deshalb möchte ich, dass sich heute mal alles um Jared und Rose dreht. Einfach, dass wir auch den anderen Kindern noch ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Und los geht's. Ich bin schon wirklich sehr, sehr gespannt. Also Jared hat ja ein freundschaftliches Date, aber es sind auch viele Leute da, auf die er steht. Ich hoffe, der Lehrer ist nicht da. Das könnte sonst ein bisschen weird werden. Und was Rose am Abschlussball machen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Vielleicht lernt sie ja auch endlich jemanden kennen. Oder vielleicht lernt sie auch erst in der Uni jemanden kennen. Das weiß ich noch nicht. Ich lasse jetzt mal alles auf mich zukommen. Oh, sie sieht so toll aus. Und Jared natürlich auch. Auch er sieht klasse aus, wie immer. Und die Lehrerin tanzt hier gleich. Ach, das ist die Aufsicht. Ja, schön. Was ist denn das für eine Musik? Das ist das Schrecklichste, was ich jemals gehört habe. Kann ich das nicht umschalten? Ja, nicht so ganz mein Stil. Oh, Rose fühlt sich kokett. Gutes Gefühl, weil sie geduscht hat. Okay. Und wieder gewachsen. Ja, das verstehe ich nicht ganz. Auf jeden Fall, wer bist denn du? Hallo, Mirko Patel. Bist du das Kind von Zoe? Oh, du siehst ein bisschen gruselig aus. Bist du ein Vampir oder so? Amadeus, Franz Wolfs Kind und Zoe Kealoha. Okay. Dann haben wir hier Kevin Watson. Hier haben wir Lena Alto. Hier ist Alessia, da kann Jared gleich mal hingehen und ja, flirt sie einfach mal an und dann können die beiden als Pärchen tanzen. Oh wow, zusammen als Pärchen tanzen. Sarah, sein Schwarm, ist auch da, habe ich gerade gesehen. Wer weiß, vielleicht entscheidet er sich ja beim halben Abschlussball, dass er doch nicht mehr mit Alessia hier sein möchte und macht sich an Sarah ran. Wer weiß. Und oh, hier ist Dominic. Könnt ihr euch noch an Dominic erinnern? Den hat Rose ja über Sim da kennengelernt. Und dann war er ziemlich creepy und stand einfach in ihrem Zimmer und wollte, dass sie zusammen sind. Und jetzt rennt er auch weg. Vielleicht schämt er sich, weil Rose da ist. Vermutlich hat er nicht damit gerechnet, dass sie hier ist. Okay, gut, der ist jetzt weg. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so schade. Der war ja eh ein bisschen creepy. Oh, wer ist denn das? Yannick Holland. Ja gut, stell dich mal bei dem vor. Oder nein, Sarah möchte mit ihr sprechen. Nein, doch nicht. Gut. Rose, warum sitzt du hier ganz allein? Können wir nicht jemanden finden, mit dem du dich gut verstehst? Irgendwie hätte ich gern, dass jemand auf sie zukommt, weil sie ja irgendwie sehr schüchtern ist. Aber bis jetzt ist niemand auf sie zugekommen. Weißt du was, Jared? Du kannst mal für dich selbst als Abschlussballkönig stimmen. Das ist etwas, was du tun würdest. Wo bist du denn? Kann man nicht für sich selbst abstimmen? Oh, das kann man gar nicht. Dann wird zumindest Rose für dich abstimmen. Und jetzt setzt sich Jared zu ihr, weil er gesehen hat, dass sie alleine ist. Wie süß ist das? Oh, Jared ist ein toller Bruder. Gut, Rose wird jetzt mal für ihren Bruder abstimmen. Und ich möchte jetzt, dass ihr da jemanden kennenlernt. Also gerade vor 5 Minuten habe ich ja gesagt, ich möchte es nicht erzwingen. Aber, oh mein Gott, was machst denn du? Die ist, glaube ich, besessen.
Mit der möchte ich mich nicht anfreunden. Wer bist du? Julian? Bridget Potter! Unsere Cousine ist da! Ist das die Cousine? Nein, das ist die Tante. Ich bin so verwirrt. Warum bin ich so verwirrt? Warum bin ich so? Die Ausgangssperre haben wir heute nicht, Mom. Nein, wir haben doch ausgemacht, wir dürfen länger bleiben, weil heute unser Abschlussball ist. Ist das Dominik? Dominik ist wieder da. So, Rose, du wirst jetzt mit Dominik sprechen. Du wirst jetzt einfach mal hingehen und wirst dich bei ihm entschuldigen. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass sie sich deshalb entschuldigt, einfach weil sie schlechtes Gewissen hat. Also wir wissen natürlich, es war nicht die Schuld von Rose und Dominik ist schuld an dem Ganzen. Aber Rose ist ein Teenager und Teenager treffen manchmal dumme Entscheidungen und verzeihen sehr gerne. Auch wenn es in Wirklichkeit der Fehler der anderen war. Immerhin ist er der Einzige, der bis jetzt Interesse an ihr gezeigt hat. Und sie sieht immer, wie viel Erfahrungen Jared schon gemacht hat. Und wie leicht es ihm fällt, mit Leuten zu flirten, Leute kennenzulernen, wie viele Frauen er schon geküsst hat. Und sie... Was ist denn das? Die sind irgendwie alle besessen. Warum sind meine Sims alle besessen? Auf jeden Fall wollte ich sagen, sie ist eben vermutlich ein bisschen eifersüchtig darauf, dass es ihrem Bruder so leicht fällt, Kontakte zu knüpfen. Und sie möchte das auch irgendwie und sie glaubt eben, ihre einzige Auswahl ist Dominik. Der gruselige Mann, der sie bis nach Hause verfolgt hat. Arme Rose, ich hoffe, sie lernt an der Universität dann jemanden kennen, der ein bisschen besser zu ihr passt. Aber sie wird ihm jetzt mal ein Kompliment machen. Wie gesagt, sie genießt einfach die Aufmerksamkeit, die er ihr gibt. Und dann wird sie einmal mit ihm flirten. Und jetzt kommt das Ergebnis der Abstimmung für die Abschlussballhoheiten. Ich wusste es. Natürlich hat Jared gewonnen. Er ist wie seine Schwester. Er ist wie Daisy. Jetzt hatten wir einfach schon zwei aus der Familie Potter, die zu Abschlussballhoheiten gewählt wurden. Oh mein Gott, Jared. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Er ist auf der Bühne und findet, das ist der perfekte Zeitpunkt, um jetzt seinen Fußball herauszuholen und einfach zu zeigen, was er kann. Wieso sind meine Sims eigentlich immer genauso, wie ich sie haben will? Ach, finde ich einfach großartig. Und Rose unterhält sich weiter mit Dominik. Ja. Sie hat jetzt ein wenig mit ihm geflirtet. Ich finde zwar, dass es keine gute Entscheidung ist, dass Rose etwas mit ihm anfängt, aber wie gesagt, sie ist eine Teenagerin und Teenager treffen manchmal eben blöde Entscheidungen. Wow. Jared ist noch immer dabei, Dribbeln zu üben und die Einzige, die ihm dabei zusieht, ist die Aufsicht. Mei Kalani. Tja, was soll ich sagen? Vielleicht ist das nicht der richtige Zeitpunkt. Und jetzt möchte er mit seiner Krone angeben vor seinem Date. Das ist einfach so, Jared. Wir haben eine Belohnung verdient. Oh, nur Bronze. Und nun wird Jared gefragt. Natürlich wird Jared das gefragt und nicht Rose, weil das Spiel versteht mich einfach. Halten wir die Party in Gang. Hast du Lust, mit auf die Afterparty zu kommen? Natürlich haben wir das. Und zwar, wen nimmt er mit? Warum sehe ich hier denn alle Sims? Ich glaube, wir nehmen Dominik Grusel mit, aber den lädt natürlich Rose ein und nicht er. Er kennt ihn ja nicht mal wirklich. Und dann brauchen wir natürlich noch sein Date. Und wo haben wir seine Schwester? Rose, wo bist du? Hier. Perfekt. Dann nimmt er die mit und dann gehen wir jetzt zur Afterparty. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, wir können dann mit den Ganzen irgendwie in ein Restaurant gehen. Weil immerhin müssen wir noch einen Kuchen auftreiben, da die beiden ja heute Geburtstag haben. Weil wenn sie ohne Kuchen altern, dann sind Sims ja immer so, naja, traurig einfach, weil sie so tun, als hätten wir ihren Geburtstag vergessen. Dabei wissen wir doch genau, dass die beiden heute Geburtstag haben. Und hier sind wir. Wer bist denn du? Hallo, Mareike. Und wer bist du? Oh, Sebastian Barbossa. Den finde ich süß. Weißt du was, Rose? Vielleicht stellst du dich bei dem auch mal vor. Stell dich mal lustig vor bei ihm. Der sieht irgendwie nett aus und er hat tolle Haare. Vielleicht merkt sie ja durch ihn, dass Dominik vielleicht doch nicht so toll ist. Wobei in Wirklichkeit... Oh ja, sie findet ihn voll cool. Oh mein Gott. Oh, wie süß sind die denn? Beide haben den ersten Eindruck bewundernswert. Beim ersten Treffen erscheint dieser Sim Rose als eine sehr bewundernswerte Person. Wie süß ist das?
Dann wird sie jetzt einmal einen Witz über Affen erzählen. Es ist Rose, die weiß halt nicht so genau, wie man mit anderen Sims umgeht. Und dann wird sie über Spielstrategie diskutieren. Wie gesagt, es ist Rose. Was passiert denn hier? Jared ist anscheinend so aufdringlich, dass er unbedingt möchte, dass ihm alle beim Jonglieren zuschauen. Dafür haben wir jetzt aber keine Zeit. Können wir hier irgendwo in ein Restaurant gehen? Ich glaube leider nicht. Gut, dann müssen wir schnell in ein Restaurant reisen, weil ich muss ganz schnell einen Kuchen auftreiben. Und übrigens, ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Dominik ist aus irgendeinem Grund sehr, sehr traurig. Würde mich interessieren, warum. Hier haben wir gar kein Restaurant. Hier ist die Grundschule, in die ich eigentlich gehen wollte, aber das hat da nicht funktioniert. Habe ich irgendwo ein cooles Restaurant? Vielleicht könnten wir sagen, dass sie in die Stadt gefahren sind. Das finde ich eigentlich ganz realistisch. Dass sie nach dem Abschlussball gesagt haben, hey, gehen wir noch schnell in das Restaurant. Ich kenne das von meiner Schwester. Können wir da jetzt noch jemanden mitnehmen? Oh nein, er kennt die ganzen nicht. Nein, dann reisen wir mit Rose, dass wir die ganzen mitnehmen können. Auf jeden Fall schlägt natürlich Jared das Ganze vor und sagt, hey, es gibt in San Myshuno voll das coole Restaurant. Ich kenne das von meiner Schwester. Da sollten wir auf jeden Fall hingehen. Und dann können wir dort den Geburtstag ein wenig feiern. Genau, sie nimmt mit Dominik, Jared, Sebastian. Und irgendwie ist jetzt das Date von Jared nicht da. Aber ist nicht so schlimm. Die mochte er ja eh nicht so gern. Aber jetzt nehmen wir nur Dominik und Sebastian mit. Nein, wir müssen noch ein paar andere mitnehmen. Wir nehmen noch Sarah mit. Und ja gut, sonst kennt sie niemanden. Ach, ist nicht so schlimm. Vielleicht treffen wir ja zufällig dort noch ein paar Teenager. Das ist irgendwie eine komische Geburtstagsrunde. Tja, vielleicht muss Jared noch ein paar seiner Freunde einladen. Sonst finde ich das ein bisschen weird, diese Konstellation. So, hier sind wir. Ich weiß nicht, was da gerade passiert. Ich nehme schon viel zu lange auf. Wir müssen uns jetzt beeilen. So, wir setzen uns jetzt hier an diesen Tisch. Und Jared hat jetzt Angst vor unerfüllten Träumen. Tut mir sehr leid, daran können wir jetzt nichts ändern. Hey, das ist doch... Sarah Fang arbeitet hier. Das ist die Freundin von Violet. Ich wusste nicht, dass die hier arbeitet. Wie cool. Kennen wir sonst noch jemanden? Nein. Savannah Price, die ist doch sicher auch Teil unserer Familie. Und hier ist Louis? Louis ist Essen mit Max. Kann mir jemand erzählen, warum hier nur Sims sind, die wir kennen? Crazy. Ja, cool. Dann können wir gleich mal für Tisch bestellen. Hier ist ein Tisch. Guten Appetit. Ja, wir können einen Kuchen bestellen. Wir bestellen einen blauen Konfettikuchen. Ansonsten will ich eigentlich gar nichts bestellen. Ach, jeder soll einfach einen Rotwein trinken. Warum nicht? Das ist die Empfehlung des Hauses und sie trinken einfach jetzt alle den Rotwein gemeinsam. Und wieso haben die sich aufgeteilt? Ich habe keine Ahnung. Wir werden hier jetzt Geburtstagskerzen hinzufügen. Jared stinkt auch schon. Ja, wir sollten dringend nach Hause gehen. Jared, vielleicht hättest du nicht so viel jonglieren sollen und mit deinem Fußball angeben. Dann würdest du jetzt nicht stinken. Gut, und dann wird jetzt Rose Geburtstag feiern. Nein, doch nicht. Jared wird als erstes Geburtstag feiern. Und Rose, du musst dann ganz schnell... Der Kellner wird bald an den Tisch kommen, um deine Bestellung entgegenzunehmen. Bist du sicher, dass du den Tisch aufgeben möchtest? Ich möchte den Tisch nicht aufgeben. Schnell! Rose, du musst wieder Geburtstagskerzen hinzufügen. Jared Clay ist älter geworden. Er ist ja aktiv, ein Perfektionist. Und was könnten wir ihm noch geben? Ich glaube, wir geben ihm romantisch. Das passt definitiv zu ihm, weil ich glaube, es hat noch nie ein Sim von mir so viel mit fremden Leuten geflirtet wie Jared. Da gibt es was Neues. Hä? Ach, König des Strickens, weil ich das neue Pack gekauft habe. Und hier? Makellose Perfektion. Ja, ich habe viele neue Packs gekauft. Aber ich glaube, ihm geben wir Sport. Er möchte Bodybuilder werden. Warum nicht? Wie gesagt, ich möchte ihn ja in die Sportkarriere stecken. Und jetzt feiert dann auch noch unsere Rose Geburtstag. Jetzt wird auch sie zur Erwachsenen. Die Zeit ist einfach so schnell vergangen. Es kommt mir vor, die sind erst gestern auf die Welt gekommen. Und jetzt ziehen sie einfach schon gleich wieder aus. Unsere Rose ist ja ein Geek und ein Genie. Was könnten wir ihr noch geben?
geben wir ihr Bücherwurm. Ich glaube, das passt ganz gut. Und hier möchte ich ihr da irgendwas geben. Akademikerin? Dieser Sim möchte an die Universität und einen Job. Vor allem aber lernen. Ja, das klingt nach unserer Rose. Und sie hat einen Abschluss mit Auszeichnung. Wie sollte es anders sein? Wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass sie die Highschool nicht früher abschließen konnte, aber so reicht es mir auch. Gut, dann können die Teenager hier noch ein wenig feiern und ich werde den Part an dieser Stelle aber auch schon beenden. Nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und wie immer freue ich mich über jedes Like, jedes Abo und jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!